Zur Abschlussrunde bitte ich jetzt Motte, Martin und Hans auf die Bühne. Ich will mit dir, Motte, beginnen. Motte ist vermutlich allen, die sich irgendwann mal mit Techno beschäftigt haben, auf die eine oder andere Weise, als der Mensch hinter der Love Parade ein Begriff, zumindest hinter der ehemaligen Love Parade ein Begriff. Love Parade ist allen ein Begriff, aber erzähl uns doch vielleicht kurz mal, wie hat es eigentlich damals begonnen? Also es hat 1967 hat es mal den ersten Summer of Love gegeben. Und es hat in den 50er Jahren auch mal die Elektrifizierung der akustischen Instrumente gegeben. Und daraus hat sich dann etwas entwickelt, das dann 1987 zum Beispiel dann der zweite Summer of Love in England stattfand und dass dann halt das Schlagzeug auch noch elektrifiziert wurde, dass dann halt der Synthesizer dann auch in den 20er Jahren erfunden wurde und dann auch weiterentwickelt wurde und dann konnte man mit Strom Musik machen. Und das wurde halt in Detroit dann 85 von Carl Gregg so beschrieben, dass er gesagt hat, er möchte gerne Emotionen durch die Maschinen darstellen. Und ich hatte dann 88 davon erfahren, was in England passiert, dass illegale Partys von der Polizei gebastelt wurden. Und dass die Leute dann, weil die Anlagen dann nicht da waren, auf der Straße standen und spontan eine Street-Party gefeiert haben mit dem Ghetto-Blaster oder mit der Polizeisirene. Und das fand ich so inspirierend, dass ich darüber nachgedacht habe, wie kriegt man sowas nach Berlin. Naja, und das hat dann halt ein bisschen gedauert und dann war ich DJ bei einer kleinen Party, die in Berlin stattgefunden hat und da waren andere DJs und ich habe dann davor gestanden und dann kam mir plötzlich so die Sprechblase oder Gedankenblase mit der Lampe, die dann anging und dann kam mir die Idee, dass man doch eine neue Form einer Demonstration anmelden kann, weil ich habe so ein bisschen Erfahrung aus den 70er Jahren. Ich bin 72 das erste Mal bei einer Demonstration mitgelaufen. Das waren also linke Gruppen, die dann gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. Und da ist mir schon aufgefallen, dass das gemeinsame Ziel aller linken Gruppen im Prinzip das gleiche war, aber sie sich über den Weg gestritten haben. Und deshalb ist da nichts draus geworden. Und ich habe mir halt auch bei den Besetzerdemos, die in Berlin stattgefunden sind, habe ich selber als Teilnehmer auch teilgenommen. Und habe halt auch gemerkt, dass es immer nur gegen irgendwas ging. Und das war für mich dann so der Ansporn, das mal umzudrehen und dann die Demonstration für Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Und das dann im Prinzip mit dieser jungen, neuen elektronischen Tanzmusik, damals noch Acid House gewesen ist, dem eine neue Plattform zu bieten. Und das haben wir dann Love Parade genannt. Und haben dann das angemeldet. Also nachdem ich das im Mai meinen Freunden vor der Disco, wo ich aufgelegt hatte, mitteilte, haben wir dann 6 Wochen gebraucht, um es dann auf die Straße zu bringen. Und da waren beim ersten Mal dann 150 Leute, das hatte geregnet und so weiter. Und wir waren auch total unerfahren, selber eine Demonstration durchzuführen. Und wir standen dann auch eigentlich viel zu lange am Wittenbergplatz in Berlin und haben darauf gewartet, dass jetzt irgendwie es losgeht. Und dann kam die Polizei, die also auch massiv vorhanden war vor uns und nach uns, um den Verkehr zu sperren, kam dann zu uns und meinte, wollen wir jetzt mal loslegen? Und dann sind wir dann auch mal losgegangen. Also das war so ein bisschen so die Darstellung des Anfangs. Dann ging es ja rasend schnell. Im Grunde kam fast jedes Jahr eine Null mehr dazu, von 100 auf 1000, 10.000, 100.000, weiß nicht, zu Höchstzeiten angeblich über 1 Million, wer auch immer das zählen mag. Für mich ist bis heute die Love Parade das Symbol der Technokultur in ihren positiven, aber auch in ihren negativen Seiten. Positiv, weil ich es einfach beeindruckend finde, dass hunderttausende Menschen friedlich auf der Straße tanzen, dass Love im Mittelpunkt steht, aber auch all die ganzen negativen Aspekte. Für mich ist die Love Parade der Inbegriff der Kommerzialisierung der Technokultur und auch ein Ausverkauf der alten Ideale.
was als Vision begonnen hat in den Clubs auf der Straße, wurde dann irgendwann zugekleistert von Werbebannern und von Sponsoren und von Politikern, die ursprünglich das Ganze verbieten wollten, dann aber im Fernsehen aufgetreten sind mit ein paar jugendlichen Raverinnen, um zu demonstrieren, wie jugendnah sie ja sind. Für mich war spätestens das der Punkt, wo ich gesagt habe, das hat eigentlich mit unseren alten, subversiven Idealen, mit denen auch mal Techno begonnen hat, nichts mehr zu tun. Da gebe ich dir recht. Das sehe ich genauso. Ich muss aber sagen, dass ich immer der Meinung war, dass die Industrie sehr wohl auch solche Events unterstützen muss, weil das Bestandteil unserer, ich will mal sagen, deutschen Kultur auch ist, auf der Straße zu tanzen. Und ich denke, dass auch da die Industrie diese Inhalte unterstützen sollte. Und deshalb hatte ich da auch nie ein Problem damit, dass wenn der Content stattfindet, dass die Industrie den Content auch unterstützt. Wir haben jetzt ja inzwischen eine ganz andere Situation, da kommen wir später dazu, aber ich finde, ich habe nie ein Problem damit gehabt, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, weil es mir immer darum ging, die Gegenwartskultur der Gesamtheit der elektronischen Tanzmusik darzustellen. Das ist eigentlich so der Anspruch, den ich dahinter habe. Und dafür habe ich dann die Industrie genutzt. Natürlich sieht es dann am Ende des Tages manchmal nicht ganz so schön aus, wie man sich das vorstellt. Aber ich fand eigentlich die Kompromisse tragbar. Von mir aus. Die Kompromisse tragbar. Tragbar war es wohl dann nicht mehr im letzten Jahr, als du ausgestiegen bist. Du hast da eine Mail rumgeschickt, die sehr überrascht geklungen hat. Ich war eigentlich eher überrascht davon, dass du überrascht warst. Denn mich verwundert es nicht, dass wenn man mit solchen Industrieunternehmen zusammenarbeitet, denen geht es natürlich nicht um Love oder Techno oder eine Jugendkultur oder gar irgendwie einen alternativen kreativen Ausdruck, sondern denen geht es darum, ihr Produkt zu vermarkten. Und da ist es fast egal, ob das jetzt Hip-Hop oder Techno ist, sondern es geht darum, Profit zu machen. Und von daher war mir eigentlich klar, dass das irgendwann in dieser Richtung endet. Also was ja da in dem besonderen Fall passiert ist, ist, wir hatten eigentlich ganz gute Verträge ausgehandelt mit dieser Fitness-Sekte, Kette. Und da verspreche ich mich schon mal gerne. Die Verträge hätten wir auch nicht unterschrieben, wenn die nicht so gewesen wären, wie wir sie ausgehandelt hatten. Und es ist dann halt so gewesen, dass diese Fitnesssekte und auch der Inhaber dieser Fitnesskette uns im Prinzip 2 Wochen danach dann gesagt hat, er macht jetzt nur noch das, was ihn interessiert. Und da war es dann im Prinzip zu spät, dass wir noch handeln konnten. Und was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist, dass die Love Parade dann eigentlich nur noch ein Marketing-Vehikel ist für die Erhöhung der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und das ist halt, da habe ich dann gesagt, das geht so weit, weil wenn ein Sponsor dann die Inhalte selber generiert, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Die Love Parade, beziehungsweise ursprünglich die Hate Parade, und damit komme ich zum Martin alias Trauma XP, ist ja als Gegenparade zur Love Parade entstanden. Ja, auch. Also wir waren im Dezember 1996, sollte die letzte Party im Bunker in Berlin stattfinden, die dann von der Polizei gebastelt wurde, bevor sie überhaupt richtig losgehen konnte. Dann im Januar war im Eimer, der inzwischen auch geschlossen ist, eine Party, und da haben wir uns halt so überlegt, ja, der Bunker ist jetzt zu, und das ist die Entwicklung überhaupt in Mitte. Auf der Love Parade gibt es keinen Hardcore-Wagen mehr. Wenn die eine Demo sind, dann machen wir doch eine Gegendemo. Von daher, also eines der Themen, die wir dort hatten, war schon Gegendemonstration zur Love Parade, gegen den Ausverkauf des Techno, aber auch im größeren Rahmen. Wir haben schon so über unseren Tellerrand hinausgeblickt und haben halt gesehen, naja, Mitte ist jetzt Regierungsviertel einfach, und die Mieten haben sich vervierfacht, und man kann das nicht so
mit Scheuklappen sehen, dass da jetzt irgendwelche Clubs zugemacht werden, böse, böse, sondern das gehört zu der Stadtentwicklung dazu und das haben wir von Anfang an dann artikuliert. Vom Konzept her hat mich die Hate Parade, heute Fact Parade, immer angesprochen. Womit ich anfangs bis heute Probleme hatte, ist dieser Name Hate Parade. Ich kann zweifellos verstehen, dass am Anfang, wenn man etwas gegen etwas ist, ist erstmal Wut da, vielleicht auch Hass. Aber irgendwann muss man zumindest versuchen, diese negative Energie in etwas Positives, Konstruktives umzusetzen. Und da war mir der Name Hate Parade oder bis heute Fuck Parade einfach zu wenig. Zu viel Anti, zu wenig Vision. Naja, das hat so ein bisschen mit dem musikalischen Ursprung zu tun. Also ich hatte mich damit Katex von Gabba Nation unterhalten und ich leg selbst eben auch Hardcore, Techno, Speedcore, Gabba auf. Und dort sind diese Dinge Terror gegen Hate, das sind Stereotypen eigentlich schon. Und man muss das eigentlich immer auch mit so einer gewissen Selbstironie sehen. Von daher lag es auf der Hand, wir haben eine Gegendemo gemacht, Love, Hate, Gegensätze, also so kam das zustande. Aber haben dann schon sehr bald gemerkt, dass viele Leute Hate irgendwie zu negativ finden und haben dann im zweiten Jahr das ganze Fuck Parade genannt mit so Untertitel Fuck the Love Parade. Und das Love ist mit der Zeit dann rausgefallen. Also und Fuck war insofern der Tradition der Musik noch gemäß, hat aber ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst es irgendwie als Fluch sagen, du kannst es irgendwie, es kann aber auch Ficken bedeuten und hat somit auch wieder was mit Liebe zu tun, aber nicht wie Journalisten immer gefragt haben, ob denn da auf den Wagen auch gefickt würde oder so. Das fand ich unsäglich. Also, von daher, es ist aber auch ein Titel, der auch, wir wollten nie so werden wie die Love Parade, wir wollten nie irgendwie 100.000 Leute da haben. Und das ist ein Titel, der so Plush-Raver ganz gut abschreckt. Und von daher haben wir den bis heute auch beibehalten. Du bist ja nicht nur in Berlin mit der Fuck Parade aktiv, sondern, ja, Love Fuck, sondern auch in Frankfurt, Nachttanz-Demo. Eine Nachttanz-Demo, ganz klar in der Tradition all dieser verschiedenen Reclaim the Streets-Aktionen. Eine Sache, die für mich wunderbar diese Verbindung von Music Mind and Politics auf den Punkt bringt. Denn in den ersten zwei Jahren der Nachttanz-Demo in Frankfurt war das Ganze eine Demonstration gegen Beschränkungen des Nachtlebens, gegen die damalige Sperrstunde, gegen die Probleme, die Clubs haben. Also es war eine Demo von der Partyszene, von Partyveranstaltern für die Partyszene. Und im dritten Jahr haben sich dann die Inhalte gewandelt. Die Nachttanzdemo wurde politischer. Plötzlich haben einige Leute erkannt, dass diese repressive Politik gegen Clubs, gegen eine gewisse Szene. Man will in der Innenstadt einfach keine schrägen, verpeilten Raver, man will keine Alternativkultur, keine Underground-Kultur, dass sich diese Politik nicht nur gegen die Partyszene richtet, sondern ein Teil der städtischen Politik ist, die sich genauso gegen Obdachlose richtet, gegen besetzte Häuser, gegen alternative Kultur überhaupt, gegen alles, was in dieses Image der Stadt Frankfurt, Bankfurt nicht passt. Die Folge war, die ersten zwei Demos, geringes Polizeiaufgebot, im Grunde hat sich niemand drum gekümmert. Auf dieser dritten Nachttanzdemo, der politischen, gab es plötzlich haufenweise Wasserwerfer, Polizisten in Kampfanzügen mit Schildern und Schlagstöcken. Und als die Nachttanzdemo dann zu laut war und ich glaube zu lange vor dem Frankfurter Hauptbahnhof verweilt hat, dann wurde zugeschlagen und die Demo wurde platt gemacht. Und für mich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass solange wir nur auf den Dancefloors tanzen und den Mund halten, interessiert sich niemand dafür. Aber sobald wir tanzend für Veränderung,
von den Clubs hinausgehen, auf die Straßen gehen, den Mund aufmachen, für etwas eintreten, für Veränderung eintreten, dann schlägt der Staat zurück. Eigentlich auch dann die Richtung gelegt wurde für die Nachfolgenden. Bis dahin war das Ganze nicht angemeldet und dann die Nachfolgenden hieß es, oh, jetzt haben wir uns das aber gestritten und die muss jetzt angemeldet sein und dann gab es so einen kleinen kommerziellen Abzweig. Und dann umgekehrt, als die Nachttanzdemo in Gefahr war abzudriften zur Lars Kerschbaum-Parade und ebenso auch mit Sponsoren und so, dass dann die Fuck Parade wieder als Reimport nach Frankfurt kam und wir ihnen dann so ein bisschen sagen mussten, so, ey, also hört mal, so geht das nicht. Also in Berlin, da haben wir ständig Gerichtsverfahren laufen und wir müssen da Reden halten vorher und ihr wollt hier einfach nur Musik machen. Also wo haben wir es denn? Und ja, das hatte ich so ganz spannend eigentlich. Ich hatte vorher auch nie eine Demo organisiert. Ich habe mir damals erstmal ein Buch gekauft über Demonstrationsrecht, habe dann angerufen bei der Berliner Versammlungsbehörde und die meinten dann so, so gegen die Loofparade ist ja ganz interessant, aber wie wäre es denn mal mit Inhalten? Und so haben sie uns dann auf Inhalte mitgestoßen. Und dadurch, dass sie die Fuck Parade 2001 verbieten wollten und seither ungefähr ein Dutzend Gerichtsverfahren gelaufen sind, wovon wir recht viele gewonnen haben, haben sie uns dann auch nochmal so ein bisschen wieder daran erinnert, auf die politische Schiene zu gehen. Die Versammlungsbehörde hat uns dann vorgeschrieben, dass wir auch am Anfang und am Ende der Demo Reden halten mussten, wo ich erst nicht so begeistert davon war, was aber dann der Hans war auch einer der Redner, doch auch zum Teil sehr inspirierend war. Da waren manche Reden, die hätte ich nicht missen wollen und die richtig begeistert haben. Am Beispiel dieser verschiedenen Paraden wird immer wieder deutlich, dass die Geschichte der Partykultur, die Geschichte der alternativen Musikkultur immer in einem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Bedingungen steht und immer auch einen politischen Charakter hat. Ich möchte zu dir überleiten, Hans. Anschaut, da gingen Millionen Menschen auf die Straße und ich weiß nicht, wie viele Hunderttausend davon Drogen konsumiert haben, illegalisierte Drogen. Und wenn man sich das genauer anschaut, ist auch das ein Manifest, eine Demonstration für ein anderes Verständnis, für eine andere Gesetzgebung gegenüber Drogen. Also Tanit hat das mal sehr schön formuliert. Tanit ist ein Disc-Jockey, kommt übrigens hier aus Hessen, war so auf den Technozid-Partys sehr aktiv. Und er hat die Love Parade verglichen im Lebenslauf vieler junger Leute, ähnlich wie früher die Kommunion oder Konfirmation oder die Jugendweihe. Man geht auf die Love Parade und nimmt die erste Ecstasy. Und das ist so wie erwachsen werden. Und dafür brauchten halt einige Hilfestellung, Information. Weil, sagen wir, Leute, die in Großstädten aufwachsen, in einer Szene, wo viele Erfahrungen ausgetauscht werden, ist die Gefahr geringer, dass jemand abstürzt, als wie jemand, der auf dem Land wohnt und von Tuten und Blasen keine Angst hat und auf einmal irgendwas konsumiert und gar nicht weiß, was er konsumiert. Und da Informationen geben, um eben diese Weihe auf den Weg der Ekstase zu helfen und dass sie nicht abgleitet in den Weg in die Psychiatrie. Das Bild von Drogen in der Partykultur, Technokultur, Transkultur hat sich ja wesentlich verändert. Anfang der 90er Jahre war es fast noch verpönt, dass man Alkohol getrunken hat. Wenn jemand in der Ecke mit einer Bierflasche stand, nun ja. Mitte der 90er Jahre hat sich das gewandelt. Die Alkoholindustrie hat versucht, mit ganz neuen Strategien, ganz neuen Produkten Fuß zu fassen, mit millionenschweren Werbekampagnen. Jägermeister hat sich etabliert. Es kamen neue, trendige Alkopops auf den Markt. Bier hat sich etabliert mit Werbekampagnen. So wird deutlich, dass die Technokultur auch von außen geprägt wird und auch immer wieder ein,
ein Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklung auch hinsichtlich Drogen war. Also ursprünglich hieß es ja mal Acid House, bevor der Begriff Techno allgemein bekannt war. Das heißt, die ersten hatten eigentlich LSD-Erfahrungen und Ecstasy kam erst später dazu. Und wenn man heute Informationen liest über Ecstasy und die Wirkung davon, dann sollte man immer auf das Datum der Publikation schauen. Weil die ersten Bücher, die ersten Berichte wurden von Leuten geschrieben, die hatten schon psychedelische Erfahrungen, Erfahrungen mit psychotropen Substanzen. Und das ist eine andere Voraussetzung, eine andere Konditionierung, wie wenn man Ecstasy als Erstdroge nimmt, wenn das also der erste Schritt ist in andere Wahrnehmungsbereiche. Und heute muss man davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute als erste Substanz Speed genommen hat. Zumindest in Berlin ist das so. Und wer gespeedet ist, der erlebt Ecstasy völlig anders als jemand, der kein Speed nimmt. Das heißt, die Wirkung einer Droge ist nicht nur von der Substanz abhängig, sondern auch von der eigenen Konditionierung und von anderen Substanzen. Und das war ein Anliegen auch von Ivan Rave, denn Erfahrung über Drogen kann man nur kriegen von den Leuten, die sie nehmen und in dem Kontext, in dem sie genommen werden. Und so war an Ivan Rave-Ständen, und das ist auch bei den anderen Projekten so, bei Sonics-Netzwerk so, der Austausch der Informationen ist sehr elementar. Und durch den Austausch der Informationen kriegt man auch raus, ab welcher Kombination, ab welcher Menge treten Unannehmlichkeiten auf. Denn Drogenberatung, Drogenaufklärung dient in erster Linie auf der einen Seite der Genussoptimierung und auf der anderen Seite der Schadensminderung. Schadensminderung oder Safer-Use-Maßnahmen, das heißt nicht unbedingt Verzicht. Ein kurzes Beispiel. Wenn ich eine Nase nehme, ob das Kokain ist oder ob das Speed ist oder Crystal ist, spielt keinerlei Rolle. Wenn ich eine Nase nehme, die Applikationsform kann auch schon ein Risiko sein. Kokser zum Beispiel, die müssen oft Stoff nehmen, weil das wirkt nicht so lang. Da geht die Nasenschleimhäute kaputt, da hat man dann Furunkel. Es muss schnell gehen, weil die anderen warten auf den geschützten Platz, um auch eine Nase zu nehmen. Und der Erste hat irgendwie eine blutige Stelle in der Nase. Man steckt einen Geldschein rein in die Nase und der hat eine Hep C. Und wusch, die anderen, die den gleichen Geldschein nehmen, haben auch den Hep C. Da hat man vielleicht 10 Jahre Safer Sex gemacht und wegen des Nichtwissens, dass man sich eine Krankheit über so ein Schnupfröhrchen übertragen kann, waren die 10 Jahre Safer Sex vergebens. Solche Informationen helfen Gesundheit erhalten. Und das ist so ein maßgebliches Ziel, eben Minderung der Problematik von der Arbeit von Ivan Rave oder von die Drug Scouts oder Alice Projekt oder Party Projekt Bremen und wie die Projekte alle heißen. Vor einigen Tagen ging durch die Medien eine Meldung, ich glaube es waren englische Forscher, die eine Rangliste der gefährlichsten Drogen aufgestellt haben. Und ich glaube auf Platz 1, also die gefährlichste Droge nach dieser Rangliste, war Heroin. Ganz weit oben angesiedelt war auch Alkohol, relativ weit unten Ecstasy und noch weiter unten Cannabis. War eine Untersuchung, die ich erstmal sehr spannend und wichtig finde, weil sie so das vorherrschende, ich betone herrschende, Bild von Drogen auf den Kopf stellen und auch diese ganze Verbotspolitik auf den Kopf stellen. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Untersuchung, eine Rangliste, die ich ziemlich zwiespältig finde. Weil letztlich ist nicht die Droge verantwortlich, sondern letztlich sind die Konsumformen, wie ich eine Droge gebrauche, dafür verantwortlich, wie sie wirkt. Also diese Untersuchung ist nicht die erste dieser Art. Und die Ergebnisse sind recht ähnlich
die eine französische Regierungskommission unter Leitung von Professor Rock im Jahr 1998 gemacht hat. Und auch Rock stellte fest, dass also Alkohol wesentlich gefährlicher sei als Cannabis. Juristisch spielt das eine Rolle, weil das Bundesverfassungsgericht 1994 die Rechtmäßigkeit des Cannabisverbotes mit der Gefährlichkeit der Substanz und solange also Cannabis mindestens so gefährlich sei wie Alkohol, hätte die Regierung das Recht, so einen Stoff zu verbieten. Wenn jetzt aber Wissenschaftler feststellen, dass Cannabis weniger gefährlich sei, dann ist das juristisch von Belang, weil dieses Urteil obsolet wird und es erneut überprüft werden muss, ob dieses Cannabisverbot überhaupt verfassungskonform ist. Aber was in diesem Zusammenhang wichtiger ist, gerade die Tatsache, dass LSD oder Ecstasy relativ weit hinten in dieser Rangordnung ist, zeigt, dass die Leute, die diese Drogen konsumieren, sich mit der Wirkung, mit der psychotropen Wirkung der Substanz intensiv auseinandersetzen. Das heißt, in den Kreisen, wo Partydrogen genommen werden, gibt es auch Organisationen, die über Wirkungen der Drogen und über Safer-Use-Maßnahmen informieren. Das ist in England nicht anders. Da heißt es in Schottland Crew 2000 oder in Manchester ist es das Lifeline-Projekt. Und die machen ähnliche Arbeiten wie die Gruppe so im Sonics-Netzwerk. Auf europäischer Ebene gibt es auch so ein Netzwerk, das heißt Basics Network. Und die Tatsache, dass diese Substanzen als weniger gefährlich eingeschätzt werden, liegt nicht in erster Linie an der Substanz, sondern an der Umgangsform. Weil prinzipiell nicht die Droge ist gefährlich, sondern das mangelhafte Wissen darüber und ja, die Umgangsformen damit. Also will man die Drogenproblematik mindern, muss man sich informieren, diskutieren und Drogenkultur und Drogenmündigkeit entwickeln. Das ist das Leitmotiv. Vielen Dank. Ein herzliches Dank an Hans, an Martin, an Motte.